Moin moin Leute, ich bin der Köpfe Brain oder einfach nur gerade begrüße gerade dich zu dem allerersten wundervollen Part von Super Mario Odyssey. Ihr habt lange auf das Spiel gewartet, ich habe lange auf das Spiel gewartet und ich bin so gespannt, wie es letztendlich geworden ist. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt. Wenn ja, rastet in den Kommentaren aus. Wir schauen uns jetzt erstmal das Intro ab. Auf geht, das ist der Controller, Yannick. Das ist Yannick, da musst du. Sehr gut, Yannick. Software aktualisieren? Nein. So. Im Himmel, über dem Pilzpalast. Oh. Ui. Dies ist das Ende für dich. Oh, oh Gott. Unsere Mütze. Oh, selbst ihr Diadem hat Augen. Und ein Leben. Und alles, was bleibt, war unsere Mütze. Zeit für meine Hochzeit mit Peach. Bist du etwa eifersüchtig, Mario? Ja, so ein bisschen. Also, ich jag die seit ein paar Spielen, weil du die immer wieder entführst. Ich bin schon ein bisschen traurig. Aber unsere Mütze ist auf dem Weg zu uns zurück, Freunde. Ich habe nichts gesagt. Verdammt. Oh. Ein Stückchen wurde noch aufbewahrt. Okay. Sieht aus wie so ein Filzteppich, wo wir gerade drauf liegen. Umsehen. Ach, guck mal, sogar mit einer Erklärung, wie man seinen Daumen bewegt. Danke dafür. Ach, wir sind sogar auf einer Höhe. Das hat man alles von oben nicht gesehen. Wie cool. Oh! Hey, wir sind am Start. Okay. Er hat schon Angst vor uns und rennt vor uns weg. So, wir sind jetzt auch erst das erste Mal im Game, Freunde. Ihr seht, es ist sehr minimalistisch alles gehalten. Oben hat man seine Hüte. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Man hat seine Münzanzeige und da hinten hat man eine einfache, wie in Super Mario Galaxy bekannte Lebensanzeige. Drei Herzen, die kann man, glaube ich, aufstocken bis 6 oder 5. Ich weiß nicht genau. Wir haben sogar einen Kompass. Ich weiß nicht, ob das mal interessant wird. Aber gehen wir erstmal zu ihm, oder auch nicht. Und wir können natürlich rennen, wie ein Verrückter. Das sind kleine Frösche mit Zylindern. Ich liebe dieses Spiel. Hallo, Herr Frosch. Was passiert, wenn ich auf Sie draufspringe? Das ist nicht so, wie es aussieht, Freunde. Gehen wir weiter. Ich glaube, das ist besser. Folgen wir erstmal ihm hier. Oh. Wer bist du? Ja, das wüsste ich auch gerne. Bist du einer von denen? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Hey, da kommst du doch raus. Er hat Mut gefasst. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Du bist hier in Hutland. Wir wurden gerade vom selben Bowser-Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Es ist, kennt ihr damals noch diese Bücher, wo nicht die Wörter standen, sondern nur so Bilder, wie da jetzt? Es waren großartige Bücher. Mario wird super, das Spiel. Das Schlimmste ist aber, dass er meine kleine Schwester entführt hat. Oh. Oh, das Diadem! Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und diesem Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Oh. Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Hm. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir das Diadem und Peach aus der Klemme helfen können. Das kriegen wir hin. Aber ich meine, mein Hut. Mein Hut. Come on! Nicht so dein Stil?
Man hat Mario anders in Erinnerung. Doch, ja. Wie wär's hiermit? Okay. Blub. Da ist er auch schon. Cool. Sehr cool. Cappy ist jetzt dein Begleiter. Sehr schön. Cool. Mit Y kannst du mich werfen. Versuch's doch mal. Soll ich dich wirklich werfen? Willst du das? Okay. Whee. Und wir haben ja sogar den Move, dass wir... Mützenwurf. Genau. Dass wir, glaube ich, den schmeißen können und dann da drauf springen. Aber ich glaube, das müssen wir noch lernen. Würdest du für uns hoch auf den Turm steigen? Na klar. Das Ungeheuer findet sich oben. Da gehst du ja jetzt nicht hin, oder? Ach, ich guck mal. Ich guck mal. Wir können uns hier auf jeden Fall nochmal einmal am Anfang so ein bisschen umgucken. Ich liebe es ja, wenn man was Neues gefunden hat. Nochmal einmal hier alles so ein bisschen zu erkunden. Und ich muss direkt am Anfang sagen, es spielt sich genauso flüssig, wie ich es auf der Gamescom ja schon anspielen durfte. Die Grafik ist wunderschön, klar. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber was man ja oft in Vergessenheit geraten lässt, das Sounddesign. Wir sind in Hutland, dem ersten Königreich, wo wir rumlaufen können. Und die Musik im Hintergrund ist... Oh, that's an eargasm. Ei, ei, ei. Guck mal, die Sachen können wir auch kaputt machen. Und hier kann man auch runter. Hallo? Und wir sehen ein paar Plakate. Für eine Hochzeit. Ah, die können wir abmachen. Das machen wir doch gleich mal. Und finden schon ein paar Münzen. Hey. Sehr schön. Oh, hallo. Auf jeden Fall war es vom Spiel gewollt, dass wir diese ganzen Teile abnehmen. Ich meine, Mario will, glaube ich, nicht so gerne sehen, dass Peach jetzt bald eine Hochzeit hat mit Bowser. Erstmal hier alles kaputt machen. Wie ihr seht, können wir natürlich auch die ganzen Sachen einsammeln mit unserer Mütze. Upsala. Und während wir hier gerade noch rumlaufen, möchte ich auch nochmal einmal am Anfang nochmal sagen, großen Dank an Nintendo, weil die haben das natürlich auch ermöglicht, dass ich dieses Spiel hier bekommen habe. Ich habe von denen das Spiel zugeschickt bekommen. Freue mich daher natürlich umso mehr natürlich auf das Let's Play, dass ich auserwählt wurde, dieses Spiel für die zusammen zu spielen. Das macht mich natürlich sehr, sehr glücklich. Deswegen da auf jeden Fall nochmal ein großes Danke. Willkommen in Zylindrien, dem ganzen Stolz des Hutlandes. Soll ich dir was über die Anleitung erzählen? Komm schon, erzähl. Oh Gott. Ich dachte, du erzählst mir jetzt nur kurz was. Das muss ich jetzt nicht alles sehen. Steuerung, Basisaktion, Caper-Aktion, Reisetipps. Drücke, um die Karte zu öffnen, deine aktuelle Position oder dein aktuelles Ziel zu ermitteln. Wenn du auf der Karte bewegst und deinen Rücksichtspunkt wählst, kannst du sofort dorthin reisen. Das ist nämlich echt ganz cool. Man kann überall hier immer rumreisen. Mit Hilfe von Onkel Amiibo. Er heißt Onkel Amiibo. Ich werd weich. Okay, dann sieht man hier nochmal eine Rangliste, dass man Schnappschüsse machen kann. Das ist cool. Caper-Aktion haben wir super viel noch nicht gelernt. Also da muss man wohl echt noch eine Menge lernen. Die Basisaktion kennt man. Der Hechtsprung, die Rolle, die man jetzt hier hat. Eine Stampfattacke. Anrempeln. Stampfattacken. Stampfattackensprung. Alright. Okay, hier sind doch schon ein paar Sachen, die wir uns vielleicht dann doch mal angucken sollten. Weil, ein paar Dinge sind hier jetzt nicht so, wie man sie aus anderen Marios kennt. Hier ist ein bisschen was dazugekommen. Allein diese Stampfsprungattacke ist ein bisschen verrückt. So, die Steuerung kann ich mir so denken. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Du kannst dir die jederzeit angucken. Öffne das Menü und wähle dann die Anleitung aus. Alrighto. Da hinten ist ein Totenkopf. Ich glaube, da möchte ich nicht unbedingt hinspringen. Und was mich natürlich auch interessiert, wenn ihr jetzt gerade schon zuschaut. Ich bin voller Schwefel. Oh Gott, wie großartig. Wir haben einfach schon beim ersten Ding unser Environment gerade aufgenommen. Also, bin ich der Einzige, den das gerade so fasziniert? Ich finde das großartig. Wer von euch hat eine Switch? Wer von euch spielt das Spiel selber? Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Wir können Blumen machen. Wie schön. Guck mal. Hey. Und kriegen ein Herz. Oh. Da wir aber schon drei Herzen haben, haben wir jetzt Münzen dafür bekommen. Was hast du denn zu erzählen? Die Handlanger des Ungeheuers kann ich von hier aus sehen, aber ich kann nur tatenlos umherschweben und zusehen. Keine Sorge, ich werde dir helfen. Willst du zum Hutturm? Der Eingang liegt in dieser Richtung. Okay, wollen wir uns da doch mal hochbegeben, wa? Können wir das da lesen? Reisetipp, Mützenstoppwurf. Möchtest du einen Kistenstapel demolieren oder einen Fragezeichenblock wiederholt bearbeiten? Drück und halte einfach Y, um deine Kopfbedeckung zu werfen und kreisen zu lassen. Deine Kopfbedeckung schwebt für einen Moment vor dir und dreht sich dabei. Cool. Wing, 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 wing. Banana Phone. Und jetzt mussten wir... Guck mal, wir können da jetzt nämlich schon drauf springen.
Das ist nämlich auch ein Move, den man dadurch dann machen kann. Es gibt hier sogar so Geistervögel. Ey, wie großartig. Das war ein Schalter. Ui. Zylindrien sieht so verrückt aus. Es ist irgendwie... Erinnert mich so ein bisschen an Luigi's Mansion. Mit diesen ganzen verwirrten Häusern, die man hier im Hintergrund sieht. Oh, was seid ihr denn? Was für Typen? Scheint, als würden sie dich kennen und nicht mögen. Aua! Okay, der mochte mich echt nicht. Fiesling. Aber ich denke, hier werden wir jetzt auch wieder ein Herz kriegen. Hell yeah! Sehr schön. Das nehmen wir ja auch erstmal wieder alles ab. Will ich gar nicht sehen. Sehr gut. Ab damit. Wirft mich mal gegen die Tür. Okay. Bumm. Oh, das ging schnell. Nun gut. Oh, im Inneren des Hutturms. Komm, das können wir nochmal. Ah, schade. So, wir können ja auch schwimmen, das ist ja kein Problem. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt direkt schwimmen möchte. Irgendwie sieht die Schwimmanimation von Mario süß aus. Das sieht so hoch aus. Wirf doch mal auf den Frosch. Freunde, es passiert das, was wir alle schon im Trailer gesehen haben. Slippy! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erste Verwandlung. Der muss sich jetzt auch so denken. Alter, was ein LSD-Trip. Was geht hier ab, Freunde? Uiuiui. Hell yeah! Okay. Ribbit! Oh, wie großartig! Du hast einen Frosch gekapert! Gekapert heißt es wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht, wie es richtig heißt. Ich kann es mir nicht genau erschließen. So, hier hinten gibt es auf jeden Fall auch was zu holen. Wie cool! Wow! Okay, wir können sehr hoch springen. Hui! Hier müssen wir gleich nochmal gucken, weil da können wir noch was kaputt machen. Die Münzen will ich mir natürlich auch mitnehmen. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt so einfach gar nicht mehr hin. Aber ist ja kein Problem. Hui! Und auch hier nach oben! So, was machen wir jetzt mit euch? Machen wir euch kaputt? Ist halt schon ein bisschen tricky. Sehr gut. So will ich das sehen. Jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Das kann der Frosch ja gut. Hier sind auch unsere Froschfreunde. What up, people? Alles fit bei euch? Ich bin genauso cool wie ihr. Auf jeden Fall. Hier ist aber noch eine Zwischeninsel, die ich mir angucken möchte. Gucke mal. Sehr schön. Oh, das Spiel macht jetzt schon unfassbar Spaß zu spielen. Ich freue mich jetzt schon drauf, die ganzen anderen Welten zu sehen. Sehr gut. Euch holen wir natürlich auch noch ab. Zip. Oh, ein Herz. Was wir leider nicht brauchen, uns aber Münzen gibt. Sehr, sehr gut. Jetzt gleich werden wir natürlich auch das erste Mal die Schergen von Bowser sehen. Oh, guck mal, selbst die sind ja aus Hüten. Drück Zeit, um ein ursprüngliches Äußeres anzunehmen. Alright. Und den Frosch können wir jetzt einfach hier stehen lassen. Bleib du mal hier. Und ich hatte recht. Man hat 6 Herzen. Man kann also nochmal mit 3 Herzen aufstocken. Okay. Sehr cool. Und dann können wir jetzt auch schon hier reingehen. Auf geht's. Oh, ich bin so gespannt. Oh, wir sind fast da. Hier ist der erste Checkpoint. Wing. Dieses Ungeheuer hat alles zerstört. Manche Tage laufen eben nur so lala. Hut auf und durch. Hut auf und durch. Kannst du uns nicht irgendwie helfen? Wer hat das angerichtet? Ich kann vor lauter Angst nicht mal den kleinen Finger rühren. Du hast Finger? Das langohrige Handlanger... Nein, die langohrigen Handlanger des Ungeheuers sind immer noch oben. Pass bitte auf. Ich tue mein Bestes. Wo geht's hier noch hin?
Das sieht aus, als ob man hier mal reingehen könnte. Da ist eine Tür hinter. Ich hoffe, meine Freundin da unten auf dem Platz ist wohl auf. Ich kann dir versichern, da unten war jemand. Und ich hoffe, das ist deine Freundin. Vielleicht sollten wir uns aus dem Staub machen. Ob wir uns lieber irgendwo verstecken sollten? Oh, da kamen wir raus, richtig? Da kamen wir raus, ja. Dann wollen wir jetzt mal hoch zu den langohrigen Handlangern. Bin sehr gespannt, wen wir da gleich vor uns haben. Das ist ja die neue Truppe, gegen die wir jetzt kämpfen werden. Die Handlanger von Bowser. Uiuiui. Upsala. Noch ein paar Münzen verloren. Und, ey! Es wurde geklatscht. What? Der Chef hatte recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle würde sich in unsere Vorbereitung einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Brudlers. Brudals. Unsere Zeichen, unseres Zeichen Hochzeitsplaners des glücklichen Paares Bowser und Peach. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch diese Störenfriede aus dem Weg räumen. Oh oh. Und du bist der Ire von denen? So sieht es zumindest aus. Oh Gott, unser erster Bosskampf. Ha! 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 Oh, nice. Nein! Ha! Ich glaube, er versteckt sich jetzt unter einem von denen, kann das sein? Oh Gott. Sehr gut. Und zack! Haben wir ihm nochmal auf die Rübe gehauen. Er hat lila Haare, wie cool das aussieht. Auch wenn es natürlich unser Feind... meint es. Er ist einfach zerplatzt. Um Gottes Willen. Das wollte ich gar nicht. Und natürlich, beeindruckend, jetzt kommen wir mit Hilfe der Leitung weiter. Natürlich können wir nicht nur ein Frosch sein, Freunde. Wir können auch einfach Strom sein. Ab geht die Luzi! Und von Zylindrien geht es raus in die weite Welt von Super Mario Odyssey. Oh boy, freue ich mich. Halleluja. Schöner Einstieg. Sehr, sehr schöne Einleitung, das Spielchen. Dann müssten wir jetzt ja... Oh, Kaskadenland. Fossilfälle. Wow. Er findet das auch, glaube ich, ein bisschen schnell. Nur so eine Überlegung. Oh, oh Gott. Unser erster Powermond. Da ist der, glaube ich, drin. Das heißt, wir müssen jetzt gleich einen Kettenhund übernehmen? Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin noch ganz elektrisiert vom Kapern der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Okay. Und hier haben wir auch direkt Wasserfallbecken. Mann, sieht das cool aus. Die Farben sind doch einfach so schön. Unsere ersten Münzen. 3 von 50. Man kann 50 in diesem Level hier sammeln. Okay. Wow, sieht das schön aus. Unfassbar. Was können wir hier machen? Okay, wir können eine Plattform damit erschaffen. Sehr gut. Diese lila Münzen sind übrigens dafür da, dass man sich hier Kleidung kaufen kann, die halt auch Auswirkungen hat auf spezielle Gebiete. Reisetipp. Münzenzielwurf. Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle die Joy-Con-Controller dann erneut, um einen Münzenzielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Dies ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Das ist jetzt, wenn man die Joy-Cons nicht in dem Controller drin hätte, dann ist es, glaube ich, cooler, die zu werfen. Aber auch so treffe ich hier alles. Denn ich bin gut. Ah, guck mal, hier sind auch nochmal so ein paar lila Münzen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Woo. Oh Gott, ein Kettenhund. Aber ich glaube beinahe wirklich, wir müssen jetzt den Kettenhund übernehmen. Oder ihn nicht übernehmen, sondern hier reinlenken. Guck mal hier, mein Freund. Ah! Ich kann ihn halt wirklich lenken.
Und go! Nice! Der erste Powermond, Freunde. Seid ihr genauso gespannt, was geschehen wird, wenn wir ihn einsammeln? Ich auch. So, ich würde übrigens das Ding gerne benutzen, um hier auch die ganzen anderen Sachen noch kaputt zu machen. Die stehen da ja nicht zum Spaß, ne? Da haben wir noch was. Aber ist immer noch nicht alles kaputt. Und eins haben wir noch hier vorne. Sehr schön. Oh Gott. Und der erste Powermond. Hell yeah. Unser erster Powermond. Ein Mond für dich. Sehr schön. Oben links kommt man, glaube ich, auch gerade kurz erahnen, wie viele Powermonde es hier gibt. Und hier können wir auch gleich schon hupsdiwups weitergehen. Multimond hoch über dem Wasserfall. Oh. Da oben wartet schon die nächste mit ihrem kleinen süßen Kettenhund. Gott, wie süß sieht das aus. Oh, wir haben einen Powermond gefunden. Mit diesen Monden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas gesehen? Das ist auf jeden Fall cool. So, da oben sieht man nämlich, wir haben hier insgesamt 5. Das sieht man unter der Münzanzeige da vorne. Und das sieht aus, als könnte es unser Raumschiff sein. Da ist es. Genau hiernach haben wir gesucht. Es ist in einem schlechteren Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist ja auch ein altes Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf einfach auf den Globus dort. Das kriege ich hin. Und? Setzen wir gleich unseren ersten Powermond ein. Reicht das schon aus, um irgendwas... Ah! Da brauchen wir wahrscheinlich die ganzen 5 für, ha? Damit wir das da oben füllen. Was? Sie rührt sich nicht? Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Monde? Da bin ich mir aber sicher. Aber Freunde, bis wir uns die anderen Monde angucken, würde ich sagen, wär's das erstmal mit dem ersten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte, bitte einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr die nächsten Parts nicht verpassen wollt. Heute kommt auf jeden Fall noch ein zweiter Part online und die nächsten Tage kommen sowieso die ganze Zeit täglich Parts von Super Mario Odyssey. Danke auch an meine Patronen, die immer mit am Start sind. Die könnt ihr da vorne sehen. Könnt euch das selber unter dem Link da angucken, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und das wär's für heute, für den ersten Part. Wir sehen uns später wieder beim nächsten Part. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kaprr.